herzlich willkommen beim Plan C. Heute geht es um eine Alternative zur Wolldecke, die ich euch mal vorstellen möchte. Ich habe damit so ein paar kleinere Erfahrungen mit der großen, die ich jetzt hier habe. Die ist jetzt ganz neu, habe ich noch keine Erfahrung. Aber so ein Kollege hatte das schon mal, ich habe das schon mal beim Angeln benutzt, so als Ansitzsack, also, oder als Ansitzdecke sozusagen. Und ehrlich, Hammer das Teil. Ne? Ich hatte sogar damals noch die Möglichkeit, einen direkten Vergleich, jetzt vom Kältegefühl her, mit der Wolldecke zu haben. Und ja, ich werde euch gleich von erzählen. Ich werde mal dieses Teil jetzt auspacken und werde es euch mal zeigen. Und zwar geht es um das Snugpack Jungle Blanket XL, also die große Version. Ja, hier ist es also das gute Stück. Ihr seht, ist noch nagelneu. Hinten stehen noch die Teile dran hier. Jungle Blanket XL. Ich werde gleich mal zu den Daten ein bisschen was verlieren, weil ich habe nämlich gerade noch den Zettel dran hier hinten. Und zwar, das ganze Teil wiegt 900 Gramm. Also ich habe es nachgemessen, mit Sack ist es ein bisschen mehr, aber gefühlt sind das gar keine 900 Gramm, ehrlich gesagt. Irgendwie kommt mir das so leicht vor. Ich habe es aber auf der Waage nachgemessen, also es waren wirklich 900 und ein paar zerquetschte Gramm, nicht viel drüber. Aber ich denke mal, ohne Packsack wirst du sogar vielleicht unter 900 Gramm sein. Packgröße seht ihr, ist im Kompressionssack. Ich kann den aber noch eine ganze Ecke ziehen, ohne wirklich große Probleme. Also, da geht noch was. Ne? Da geht noch ein bisschen was. Also es ist wirklich nicht viel. Und das bei der Größe, werde ich gleich nochmal zu kommen. Und zwar ist das Ding nicht gerade klein. Und zwar ist das Teil, ich kann es euch genau sagen, Länge 2,24 Meter und Breite 1,83 Meter. Das ist eine richtig schöne Breite. Da kannst du dich auch schon mal richtig schön mit einmummeln und eindecken. Und jetzt gucken wir uns das Teil mal an und ich werde mal dazu noch ein paar Worte verlieren. Das ist das erste Mal jetzt beim Auspacken. Also, das ist richtig schön flauschig. Guckt euch das mal an. Ja, und das, wie gesagt, hat natürlich auch eine schöne Größe. Es ist auch antibakteriell beschichtet und diese Innenseite, das muss ich euch jetzt noch mal zeigen, dieses hier, das ist so richtig, das ist ganz, es fässt sich einfach super an. Die Außenseite ist beschichtet, ne, ist hier. Das Teil ist unglaublich dünn, aber wärmt unheimlich gut, muss ich wirklich sagen. Und diese Außenseite hier ist beschichtet, das heißt, die ist auch stark wasserabweisend, ist nicht wasserdicht, aber sehr stark wasserabweisend. Also es muss schon wirklich, ja, ich sag mal, stärker regnen, bevor ihr hier was durchkommt. Ja, und ihr seht, das ist eine wunderbare Größe. Man kann sich die umhängen. Man kann sich hier drin so richtig schön einmummeln. Und ich habe mit dem Teil, mit dem kleineren Teil, das ist jetzt hier die große Variante, stundenlang am Wasser gesessen und es war richtig arschkalt. Und ich habe mit der Wolldecke angefangen und die war mir zu kalt und habe dann mit dieser hier weitergemacht. Und ich muss sagen, die ist viel angenehmer zu tragen, weil sie ist natürlich auch viel leichter bei der Größe wie eine Wolldecke und sie ist mindestens genauso warm. Ja, ich hoffe, man sieht das hier. Das ist ja so eine Art Beschichtung, ist das. Ist sehr glatt, aber auch sehr, das Teil ist hier sehr wasserabweisend und die Innenseite ist so richtig schön flauschig. Also ist richtig schön ein angenehmes Gefühl, auch auf der Haut. Mit einer Wolldecke überhaupt nicht zu vergleichen und vor allen Dingen natürlich, ganz ehrlich, wenn ihr eine Wolldecke habt, eine Wolldecke, die wirklich dick ist und die wirklich was taugt. Und ich rede jetzt von einer, ich kann es nur vergleichen mit der Bundeswehr-Wolldecke und die ist ja nicht die schlechteste, sage ich mal. Da war das kleinere Teil, also wie gesagt, ich hatte nicht das XL-Teil, also der Kollege hatte nicht das XL-Teil, sondern nur das kleinere Teil. Vom Gewicht her war es überhaupt nicht zu vergleichen. Wenn du die Wolldecke in der Hand gehabt hast, hast du gedacht, ja, ist halt eine Wolldecke. Ne? Das Ding hast du gar nicht gemerkt. Also ich habe mich da wirklich am Wasser richtig schön eingemummelt und alles war gut. Es hat sogar leicht genieselt teilweise. Dann brauchst du wieder so ein bisschen Schneeregen, dann wurde es nachher Schnee. Und Schnee zum Beispiel, kann ich sagen, macht dem Teil überhaupt nichts aus. Also diese Außenseite hier, die ist so beschichtet, Schnee war da wirklich egal. Der ist drauf liegen geblieben, den hast du abgeklopft und das war gut. Da war noch nicht mal irgendeine Verfärbung, dass das Ding irgendwie nass geworden ist oder dass du da eine Feuchtigkeit gesehen hast. Und auch leichter Nieselregen hat dem Ding überhaupt nichts ausgemacht. Hier ist halt so eine Beschichtung hier drauf. Wie gesagt, sie ist stark wasserabweisend, sie ist natürlich nicht wasserdicht. Das heißt, ihr könnt das Teil jetzt nicht als Poncho benutzen oder so. Oder ja, nicht auf längere Zeit als Poncho benutzen. Aber sie ist schon, ja, ziemlich stark wasserabweisend. Also im Video zum Beispiel schütten sie da wirklich was drauf und du hast richtig eine Lache, die sich da bildet. Es perlt also ab, das Wasser.
Ja, wie gesagt, ich kann das Teil absolut empfehlen. Ist auch ein schöner Packsack mit dabei. Na? Also auch durchaus brauchbar, auch noch für andere Sachen. Das Teil, richtig schön, werde ich auf jeden Fall mit zu meinem Schlafset abnehmen. Das ist schon mal ein Teil. Dann werde ich mir demnächst noch einen anderen Schlafsack holen. Das ist auch was ganz Besonderes. Den gibt es auch nicht alle Tage, so einen Schlafsack, wie ich mir holen werde. Und dieses Teil in Verbindung mit dem Schlafsack, in Verbindung mit vernünftiger Unterwäsche und vernünftiger, ja, normaler Funktionsbekleidung und einem Bivisack werde ich dann auch mal austesten bei Minusgraden. Ich hoffe mal, ich schaffe es dieses Jahr, weil ich bin terminlich jetzt ein bisschen eingeschränkt. Aber ja, schauen wir mal. Jetzt fängt es auch schon wieder an zu tauen. Das war so richtig schön kalt, aber jetzt fängt es schon wieder an zu tauen. Ja, schauen wir mal. Das war auf jeden Fall die Vorstellung von meinem neuen Snackpack Jungle Blanket. Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen. Man sieht sich.